Ich muss das jetzt hier ganz kurz abbrechen, meine Freunde. Ich will mir ganz kurz mit euch reinziehen, was unsere Bundeskanzlerin zur Corona-Krise sagt. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Das möchte ich jetzt leitet. Ganz kurz mit euch zusammen gucken. Das ist wichtig. Zu einer offenen das ist wichtig, okay? Wir gucken das jetzt. Sorry, dass ich gerade Jause hier unterbrechen musste. Aber wir schauen das ganz kurz. Dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird. Ich bin gespannt. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen. Wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab's sowas nicht. Gab es keine Herausforderung an unser Land ja. mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Psst, Ruhe jetzt. Ich möchte Ihnen erklären, wo wir aktuell stehen in der Epidemie, was die Bundesregierung und die staatlichen Ebenen tun, Ausgangssperre um kommt. Alle in unserer Gemeinschaft zu schützen euch. Und den ökonomischen, sozialen, kulturellen Schaden zu begrenzen. Aber ich möchte Ihnen auch vermitteln, warum es Sie dafür braucht und was jeder und jede Einzelne dazu beitragen kann. Zur Epidemie. Und alles, was ich Ihnen dazu sage, kommt aus den ständigen Beratungen der Bundesregierung mit den Experten des Robert-Koch-Instituts und anderen Wissenschaftlern und Virologen. Es wird weltweit unter Hochdruck geforscht, aber noch gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus Damn right. noch einen Impfstoff. Damn right. Solange das so ist, gibt es nur eines. Und das ist die Richtschnur all unseren Handelns. Die Ausbreitung. Ich sag später auch noch mal ein paar Worte dazu, die mich tierisch ankotzen. Ein paar Sachen, die ich gleich noch loswerden möchte. Ich habe das in der Instagram-Story schon mal gesagt. Aber wir schauen jetzt erstmal hier ganz kurz rein. Und ich werde mich jetzt erstmal nicht auf den Chat konzentrieren, nicht dazwischen labern. Wir gucken uns das jetzt hier bitte mal ganz kurz an, ja? Das ist nämlich wirklich, wirklich wichtig. Vor allem auch Zeit, damit diejenigen, die erkranken, bestmöglich versorgt werden können. Bro, wie sollst du das wissen? Die Ansprache ist gerade live. Bitte, es weiß doch schon jeder. Du weißt doch gar nicht, was jetzt kommt. Wie kannst du wissen, was Frau Merkel. Lack, arbeitest du bei Merkel im Krisenstab oder was? Auch unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, Richtig. Die einen schweren Verlauf der Corona-Infektion erleiden. Flatten the curve. Das sind nicht einfach abstrakte Zahlen in einer Statistik, sondern das ist ein Vater oder Großvater, eine Mutter oder mhm. Großmutter, mhm. eine Partnerin oder Partner. Es sind Menschen. Richtig. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder Mensch zählt. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit zuallererst an alle wenden, die als Ärzte oder Ärztinnen im Pflegedienst oder in einer sonstigen Funktion in unseren Krankenhäusern und überhaupt im Gesundheitswesen arbeiten. Geküsst dann auch. Sie stehen für uns in diesem Kampf in der vordersten Linie. Sie sehen als Erste die Kranken und wie schwer manche Verläufe der Infektion sind. Und jeden Tag gehen Sie aufs Neue an Ihrer Arbeit und sind für die Menschen da. Großen Respekt. Was Sie leisten, ist gewaltig. Ja. Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür. Also, es geht darum, das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Mhm. Und dabei müssen wir, das ist existenziell, auf eines setzen. Das öffentliche Leben, soweit es geht, herunterzufahren. Je. Natürlich mit Vernunft und Augenmaß. Denn der Staat wird weiter funktionieren. Die Versorgung wird selbstverständlich weiter gesichert sein und wir wollen so viel wirtschaftliche Tätigkeit wie möglich bewahren. Aber alles, was Menschen gefährden könnte, alles, was dem Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft schaden könnte, das müssen wir jetzt reduzieren. Ja. Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können. Ich weiß, wie dramatisch schon jetzt die Einschränkungen sind. Keine Veranstaltungen mehr, keine Messen, keine Konzerte. Ja, und es wird mehr. Und vorerst auch keine Schule mehr. Ich sag's euch. Keine Universität, und ich find's kein gut. Kindergarten, kein Spiel auf einem Spielplatz. Ich weiß, wie hart die Schließungen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, in unser Leben und auch unser demokratisches Selbstverständnis halt eingreifen. Es geht halt nicht anders, Mann. Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab. Ja. Lassen Sie mich versichern, für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Kranke Gänsehaut, Mann. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig. Kurz zum Hintergrund, Frau Merkel kommt aus der DDR, daher
aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten. Deswegen sind seit Anfang der Woche die verschärften Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen zu einigen unserer wichtigsten Nachbarländer in Kraft. Für die Wirtschaft, die großen Unternehmen genau wie die kleinen Betriebe, für Geschäfte, Restaurants, Freiberufler ist es jetzt schon sehr schwer. Und die nächsten Wochen werden noch schwerer. Ich versichere Ihnen, ich hoffe auf eine Ausgangssperre. Die Bundesregierung tut wirklich alles, was sie kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern und vor allem um Arbeitsplätze zu bewahren. Zumal wir das Geld halt wir haben. Wir können und werden alles einsetzen, was richtig es braucht, um richtig unseren Unternehmen und richtig Arbeitnehmern ja durch diese schwere Prüfung zu helfen. Dafür sind wir ein solidarischer Staat. Und alle können sich darauf verlassen, dass die Lebensmittelversorgung jederzeit gesichert ist. Auch das. Und ja wenn Regale einen Tag mal leergeräumt sind, so werden sie nachgefüllt. Ja, richtig. Jedem, der in den Supermärkten unterwegs ist, möchte ich sagen, Vorratshaltung ist sinnvoll. War es im Übrigen immer schon. Richtig, ja. Aber mit Maß. Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos. So viel könnt ihr gar nicht kaufen. Unsolidarisch. Ja, richtig. Und lassen Sie mich auch hier Dank aussprechen an Menschen, denen zu selten gedankt wird. Ja. Wer in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Ja. Danke, dass Sie da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten. Jetzt zu dem, was mir heute das Dringendste ist. Oh. Alle staatlichen Maßnahmen gingen ins Leere, wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden. Ja. Und das sind wir selbst. So wie unterschiedslos jeder von uns von dem Virus betroffen sein kann. Oh, Bro, nicht jetzt, komm schon. Nein, doch nicht jetzt, Alter. Schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden. Und das sind wir selbst. So wie unterschiedslos jeder von uns von dem Virus betroffen sein kann. Digga, das hört sich wahr, dass es genau jetzt an der Stelle hängt, wo sie schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden. Und das jetzt sind Stream wir noch selbst. Auf einem anderen Kanal? So wie unterschiedslos jeder von uns von dem Virus betroffen sein kann, was und Sie leisten, ist gewaltig. Und ich danke Ihnen Kontakte zu den ganz Alten, weil Sie eben ja besonders gefährdet sind. Ich weiß, wie schwer das ist, was da von uns verlangt wird. Wir möchten gerade in Zeiten der Not einander nahe sein. Wir kennen Zuwendung als körperliche Nähe oder Berührung. Doch im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig. Mhm. Und das müssen wir wirklich alle begreifen. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge. Das Problem ist der gut gemeinte Besuch, die Reise, die nicht ja hätte sein müssen. Ich verstehe das schon, alles aber ich glaube, kann Ansteckung bedeuten. Wenn es keine, und sollte jetzt wirklich keine staatlich nicht mehr angeordnete stattfinden. Ausgangssperre. Das es sollte, hat seinen sollte, Grund, sollte, warum sollte die Experten sagen, Großeltern und Enkel sollten nicht zusammenkommen. Wer unnötige Begegnungen vermeidet, hilft allen, die sich in den Krankenhäusern um täglich mehr Fälle kümmern müssen. So retten wir Leben. Das wird für viele schwer und auch darauf wird es ankommen. Niemanden allein zu lassen. Sich um die zu kümmern, die Zuspruch und Zuversicht brauchen. Hm. Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Ja, sieh mal, schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Wir alle müssen Wege finden, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Skypen, Telefonate, Mails und vielleicht mal wieder Briefe schreiben. Die Post wird ja ausgeliefert. Man hört jetzt von wunderbaren Beispielen von Nachbarschaftshilfe für die Älteren, die nicht selbst zum Einkaufen gehen können. Ich bin sicher, da geht noch viel mehr. Ja, und wir werden als Gemeinschaft zeigen, dass wir einander nicht allein lassen. Ich appelliere an Sie. Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch, was womöglich noch nötig ist. Dies ist eine dynamische Situation. Ich glaube, Sie und wir werden in ihr lernfähig bleiben, um jederzeit umdenken und mit anderen Instrumenten reagieren zu können. Auch das werden wir dann erklären. Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen.
Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Auch, ja. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Mhm. Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Ja. Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Komplett fasse ich fast ein. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen. Mhm. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt. Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln und so Leben retten. Solidarisch besonders halt. Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen. Ja, okay. Nachgefragt bei Justus Kliss in Berlin. Wir haben gerade die Ansprache der Kanzlerin gehört. Diese Ansprache gibt es ja normalerweise nur einmal im Jahr, nämlich zu Silvester. Zur Neujahrsansprache. Warum dieser Auftritt jetzt zu diesem Zeitpunkt? Ja, warum ist ja wohl offensichtlich? Offenbar haben alle Informationen, die der Kanzlerin zur Verfügung stehen, also vom RKI, von Virologen, aber auch aus der Wirtschaft, den Antrieb gegeben zu sagen, ich muss mich jetzt an die Nation wenden mit einer, wie wir ja... Das ist wichtig und richtig so, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sein, Leute. Also ich denke und ich hoffe tatsächlich, also es hätte mich jetzt gewundert, wenn Frau Merkel selber die Ausgangssperre bekannt gegeben hätte, wobei das ein starkes Stück gewesen wäre tatsächlich. Das wäre ein starkes Zeichen gewesen, wenn es von der Kanzlerin persönlich gekommen wäre und nicht von der offiziellen Stelle. Kann aber verstehen, dass sie sich das natürlich nicht herausnimmt, weil sie sowieso schon immer politischen Gegenwind erfährt. Und wahrscheinlich andere Kleinparteien, Splitterparteien oder irgendwelche Parteien des äußeren extremen Spektrums seitens AfD oder maybe auch Linke dann tatsächlich Persönlichkeits- und Freiheitsrechte eingeschränkt sehen, was ja auch nachvollziehbar ist. Jetzt muss man aber mal ganz kurz Folgendes sagen. Ich war heute mit meinem Hund draußen so und ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich schlecht, wenn ich mit dem Hund draußen bin. Ich fühle mich scheiße, weil ich mir denke, darfst du überhaupt mit dem Hund rausgehen? Ist das überhaupt cool? Weil du bist ja mit dem unterwegs. Klar, mein Hund muss scheißen so und der muss sein Geschäft vorrichten. Aber eigentlich würde ich es gerne nicht machen. So, das ist aber halt eine Notwendigkeit, die biologisch gegeben ist. Der Hund muss auf Klo. So, wenn ich mit dem Hund gehe, dann gehe ich meistens morgens relativ früh eine lange Runde und dann nachmittags nochmal ganz kurz und versuche halt natürlich andere Menschen zu meiden. Wenn ich aber dann durch den Stadtpark gehe, was ich jetzt öfter gemacht habe, beziehungsweise nicht durch den Stadtpark, sondern einfach nur durch den Grünstreifen hier in Köln, der sich in der Nähe von meinem Büro befindet, bin ich ganz ehrlich, ich bin schockiert. Ich bin geisteskrank schockiert. Ich finde es schrecklich, was die Leute teilweise abziehen. Da saß heute eine Gruppe von Jugendlichen, die waren vielleicht 8 bis 12 Leute, ich habe nicht genau hingeschaut, ungefähr zwischen 16 und 22 so um den Dreh. Die haben sich zu 8 eine Shisha geteilt, die haben eine Flasche rumgegeben und getrunken. So, ich verstehe vollkommen und ich fühle diesen Sommervibe auch. Ich meine, es ist gerade geiles Wetter draußen, alle wollen raus, alle wollen eine geile Zeit haben, bla 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 bla. Aber ganz ehrlich, Leute, ganz ehrlich, Alter, es geht nochmal, ich wiederhole das jetzt nochmal, es geht nicht darum, ob ihr diesen Virus bekommt. Wir haben als junge Menschen das Privileg, das besondere Privileg, ein gutes Immunsystem zu haben und solche Sachen relativ gut wegstecken zu können. Wenn wir nicht mit einer Immunerkrankung, das sage ich bewusst, mit einer Immunerkrankung, nicht mit einer Atemwegserkrankung, ich bin selber Asthmatiker, aber wenn unser Immunsystem im Schuss ist, dann können wir so eine Erkrankung zu 80%, dann gehören wir zu diesen 80% mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, die das wegstecken und tatsächlich nicht daran erkranken. Vielleicht merken wir es sogar gar nicht und das ist das Schlimmste. Vielleicht huste ich zweimal und ich weiß gar nicht, dass ich diesen Virus in mir trage. Ich weiß gar nicht, dass ich tatsächlich jetzt Überträger bin. Woher denn auch, wenn ich keine Symptome habe? So, und das Schwierige ist aber, meine Freunde, das Schwierige ist aber, wenn ich jetzt umhergehe und ich sage, ich treffe mich mit meinen Eltern, dann geht die Übertragungskette weiter. Meine Eltern gehen tatsächlich vielleicht zu meinen Großeltern und stecken die an und so weiter und so fort und lassen sich dann, oder ich gehe zu Oma und bestatte den Besuch ab und so weiter und so fort, stecke im schlimmsten Falle vielleicht sogar noch jemanden an, der an der Supermarktkasse arbeitet, der weitere Leute ansteckt. Das ist eine exponentielle Funktion, Leute, die verläuft nicht geradlinig wie eine Linie, die geht so. Wer ein bisschen in Mathematik aufgepasst hat, das Ding geht so steil nach oben, diese Kurve, ja. Das ist schwer zu berechnen.
Es gibt eine Funktion und diese Funktion geht immer, immer weiter nach oben, Leute, wenn wir nicht anfangen, uns selber einzuschränken. Und ich verstehe vollkommen, dass gerade wenn das Wetter so geil ist und der Frühling da ist und hey, es ist doch nice, wenn ich jetzt hier die Möglichkeit habe, rauszugehen. Ich habe ja auch schulfrei und meine Uni wurde gecancelt und ich muss ja auch nicht arbeiten und so weiter und so fort. Und lass mich doch alle in Ruhe. Ich wäre jetzt auch sehr gerne draußen und würde in der Sonne sitzen, weil das Wetter ist nice und die Parks laden zum Grillen ein und so weiter und so fort, meine Freunde. Aber wenn ich ehrlich bin, appelliere ich da wirklich an den gesunden Menschenverstand von euch allen, den ihr alle besitzt. Den besitzt ihr alle. Denkt bitte nicht nur an euch. Denkt an alle weiteren Leute, die ihr damit anstecken könnt. Denkt an jeden Einzelnen aus dieser Risikogruppe und denkt vor allen Dingen einfach daran, eventuell, dass ihr Leute, die im öffentlichen Dienst stehen, dass ihr eventuell sogar im schlimmsten Falle Ärzte, Krankenschwestern, Pflegepersonal anstecken könntet, die dann wiederum wegfallen. Unser Gesundheitssystem hat nun mal nur eine begrenzte Kapazität und egal, wie sehr wir uns bemühen, diese Kapazität in kürzester Zeit hochzuschrauben, wir schaffen das nicht, wenn wir alle gleichzeitig erkranken. Und wenn wir gleichzeitig erkranken, heißt das, dass wir deutlich mehr Todesfälle haben. Diese Todesfälle resultieren daraus, weil wir diese Leute nicht behandeln können, weil es nicht genug Beatmungsmaschinen gibt, weil es nicht genug Pflege- und Ärztepersonal gibt, die sich diesen Leuten widmen können. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das große Problem ist nicht, dass wir alle erkranken. Wir werden zu einer Wahrscheinlichkeit, die bei in einem hohen zweistelligen Prozentbereich liegt, 2/3 der Deutschen werden sich mit diesem Virus infizieren. Und das ist bei einer Pandemie nun mal so. Und wir sind über diesen Punkt längst hinaus, wo wir das Händen abwenden können. Ja? Allein, weil es tatsächlich auch keinen Impfstoff gibt. So, das gehört tatsächlich, das ist leider bittere Realität, dessen müssen wir uns aussetzen. Wichtig ist aber, dass diese Infizierung, ja, von diesen 2/3 der Bevölkerung tatsächlich dann stattfindet, wenn sie in einem gestreckten Zeitraum, ja, nicht in einem Zeitraum, der so klein ist, sondern in einem so großen Zeitraum. Die Anzahl der Infizierten bleibt gleich. Das ist komplett egal. Es geht primär darum, dass wir es lange strecken, damit unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird und wir das als Gesellschaft handeln können. Stellt euch bitte einfach mal vor, was passieren würde. Stellt euch bitte die Bürde vor, diese Last, wenn ihr wüsstet, ihr hättet einen eurer Großeltern angesteckt, ja? Und dieses Großeltern, dieser Teil eurer Großeltern würde versterben, ja? Was ist das bitte? Wie kann man so egozentrisch sein und sagen, ich will aber jetzt rausgehen und ich will Fußball, ich verstehe das. Aber malt euch bitte aus, welche direkten Folgen das auf euer Umfeld haben kann und auch auf euer erweitertes Umfeld, ja? Wir können diesem Gesundheitssystem nicht mehr abverlangen. Wir müssen das Ding ganz lange strecken. Und wir werden da alle glimpflich rausgehen. Wir werden sicherlich ein paar Todesfälle in Deutschland haben. Aber man sieht am Beispiel von Südkorea, dass wenn das Ganze gut gestreckt wird und vernünftig organisiert ist, dann kann man sogar eine Pandemie wie diese durchstehen. Ja? Und wir können froh sein, dass dieser Virus tatsächlich eine sehr, 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 sehr geringe Letalität, also Sterberate, ich glaube, Sterberate und Letalitätsrate sind nochmal ein Unterschied, eine geringe Todesrate hat, ja? Das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir uns jetzt wirklich die Mühe geben und sagen, ey, wir bleiben zu Hause. Ihr habt alle Möglichkeiten, Mann. Ihr habt tatsächlich Netflix, Skype, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, Amazon, Bubble, Sprachen lernen, Online-Classes, ihr könnt alles machen. Ihr könnt diese 3 Wochen, in diesen 4 Wochen, von denen wir jetzt reden, könntet ihr wahrscheinlich ein komplettes Instrument online lernen. Ihr könntet lernen, Musik zu produzieren. Ihr habt jetzt die Zeit, euch diese Sachen herauszunehmen. Geht nur nicht nach draußen. Geht nicht nach draußen, wenn ihr es nicht müsst. Geht nur dann nach draußen, wenn ihr eventuell jemanden unterstützen möchtet. Wenn ihr einkaufen gehen wollt, dann geht ihr kurz einkaufen, haltet euch von anderen Menschen fern und geht wieder. Ganz einfach, ja? Und wie gerade schon gesagt, ja, für die Wirtschaft ist das unglaublich schwierig und das wird sicherlich fatale Folgen haben, aber unsere Bundesregierung, und wir haben das Glück, in diesem luxuriösen Zustand zu sein, dass unsere Bundesregierung über eine Menge Geld verdient, über eine Menge finanzielle Mittel verfügt, um unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze, um all das tatsächlich weiterhin zu sichern, ja, also macht euch bitte keinen Kopf, unterstützt alte Leute von mir aus, wenn ihr für die einkaufen geht, ihr sollt nicht rausgehen, stellt die Sachen vor der Tür ab, geht wieder in euer Zimmer und bleibt da einfach.
Wirklich, Mann. Bleibt da. Ich verstehe, dass das Wetter schön ist und gegen einen Spaziergang in der freien Natur, wo ihr keine anderen Menschen trifft, ist ja sicherlich nichts einzuwenden. Vermeidet doch Stadtparks und so weiter und so fort, Leute. So schwer ist das doch nicht. Zumal ihr sowieso alle Schulaufgaben habt. Real talk, Mann. Also ganz ehrlich, haltet ein bisschen, ich appelliere da wirklich an eure, an euer Gewissen und an euer funktionierendes Gehirn und ich weiß, dass ihr nicht alle blöde seid. Ihr kriegt das sicherlich hin. Ihr kriegt das sicherlich hin. Ja, was soll ich sonst noch sagen, Mann? So schwer ist das nicht. So schwer ist das nicht. Das ist, wie gesagt, eine Riesensache und das gab es noch nie. Das gab es noch nicht zu meiner Lehrzeit, das gab es noch nie. Es gab es noch nie, dass Regale in Deutschland leer gekauft sind, es gab noch nie Ausgangssperren, es gab noch nie ein Verbot oder ein Schließen, ein Zwangsschließen von irgendwelchen Läden. Das gab es nicht. Das gab es nicht. Und das ist für uns alle eine neue Situation. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, anti-autoritär zu sein und zu sagen, ich habe aber jetzt da was gegen die da oben. Ich mache nicht, was die mir sagen. Leute, bleibt zu Hause. Haltet euch bitte an die Anweisungen. Unterstützt Leute aus der Risikogruppe, alte Menschen da, wo es geht. Aber real talk, seid keine dummen, egoistischen Wichser. Bleibt zu Hause und gut ist, okay? Ganz einfach, Mann. Das kann ich einfach nur so noch sagen, Leute. Bitte merkt euch das. Das wollte ich einfach mal so kundgetan haben, okay? Ihr habt, wie gesagt, ihr schaut gerade meinen Stream. Von mir streame ich jeden verfickten Tag, damit ihr zu Hause bleibt. Von mir streame ich 12 Stunden am Tag, damit ihr zu Hause bleibt. Es gibt genug Content im Internet, es gibt genug zu tun. Räumt eure Wohnung auf, lest ein Buch, lernt eine Sprache, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. So, und es bleibt zu Hause und wenn ich hier noch einmal einen draußen sehe, den steche ich ab. Malaka. In diesem Sinne. So, ich hoffe mal, Dekin, dass du das hier ganz fehlerfrei hochladen kannst, auf dem YouTube-Kanal noch zusätzlich. Monetarisier den Müll nicht, damit mir nicht wieder irgendwer vorwirft. Ich hätte das nur aus finanziellem Interesse gemacht. Ich möchte einfach nur, dass ihr zu Hause bleibt und keine anderen Leute ansteckt und euch nicht selber ansteckt. Ganz einfach. Danke.